Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem Video von mir. Heute stelle ich euch den Mercedes-Benz Targa Florio von der Firma CMC Maßstab 1 zu 18 vor. Heute kommt ein Traum in Weiß, sage ich mal, zumindest als Rennauto, hier zum Tragen. Wie gesagt, der Targa Florio. Maßgeblich an der Entwicklung war übrigens Ferdinand Porsche in den 1920er Jahren, der nämlich damals Chefkonstrukteur von Daimler war. Kurz zur Geschichte. Dieses Auto sollte oder ist bei der Targa Florio mitgefahren. Das ist ein Rennen, was von dem Unternehmer Vincenzo Florio veranstaltet worden ist. Ja, und zwar in Sizilien und zwar auf den seinen Privatstraßen. Ja, also ihm haben die Straßen gehört dort. Und dort hat der Wagen mitgemacht. Dazu muss man sagen, ursprünglich sollte dieser Wagen gar nicht weiß sein. Ja, also sowohl in echt als auch bei CMC selber. Bekannt ist der Wagen eigentlich in Rot. Ja. Und warum, ist eine sehr kuriose Geschichte, beziehungsweise eigentlich sehr traurig, beziehungsweise, ja, geht gar nicht meiner Meinung nach. Und zwar, laut den FIA-Vorgaben, ist ja bekannt, ja, dass Deutschland weiße Autos damals hatte. Und immer wenn Mercedes dort in Sizilien und Italien rumgefahren ist, also die Rennen, ja, und immer wenn die Rennen gefahren worden sind, wurden diese Autos, ja, mit Stein beworfen, ja, von den sizilianischen, schrägstrich, italienischen Fans, die ja gewusst haben, okay, da kommt ein weißes Fahrzeug, das ist Mercedes, das ist nicht Ferrari oder irgendwas Italienisches, Alfa oder so, das bewerfen mit Steinen. Geht gar nicht, finde ich. Ja, also das kann man nicht machen. Daher hat sich Mercedes kurzerhand umentschieden, das Auto einfach umzulackieren, ja, in Rot. Und da konnten die Leute erst gar nicht realisieren so schnell, dass das überhaupt kein italienisches Fahrzeug war. Ja, wie gesagt, geht gar nicht. Und wir schauen uns den Wagen jetzt mal detailliert an, würde ich sagen. Das ist übrigens die Verpackung von dem Wagen. Ja, wie man es von CMC kennt, alle Zubehörteile, ja, sind dabei. Außer der Saugnapf, den braucht man aber hier gar nicht. Schauen wir uns die Front an. Hier. Sehr filigran, es kommt richtig gut rüber mit dem Weiß, finde ich. Der große Kühlergrill, ja, durchstochen, logisch. Und hier der Rahmen, Achse. Das sieht alles sehr, sehr filigran und gut aus. Ja. Schauen wir die Seite gleich an. Und da sehen wir auch schon hier. Ja, hier wurde wirklich an alles gedacht. Das sieht alles sehr ordentlich aus. Wirklich gut verarbeitet hier. Die Auspuffendrohre. Die ganze Auspuffanlage, besser gesagt, die ist aus Metall. Ja, das ist sehr wichtig, finde ich. CMC hat ja bei einigen Modellen leider Plastik genommen. Hier ist es aus Metall. Das finde ich sehr gut. Bitte weiter so. Also das ist generell eine Sache, wo ich sage, bitte CMC Metallauspuffe machen oder überall, wo es irgendwie möglich ist. Außer im Original wirklich anders. Ist einfach wertiger, fühlt sich hochwertiger an und gerechtfertigt auch den Preis meiner Meinung nach. Besser. Ja? Das Heck des Fahrzeugs, hier können wir sehen, sind Reservereifen dabei, ja, zwei Stück an der Zahl. Und auch hier die schönen filigranen, ja, Speichenfelgen, sieht sehr gut aus. Hier mit, ja, einer Schlaufe bzw. einem Gürtel, die werde ich auf gar keinen Fall öffnen. Ich kriege das nämlich kaum wieder zu, das überlasse ich anderen Leuten. Könnt ihr mal erzählen, habt ihr auch solche Probleme immer mit den Sachen? Also ich lasse das lieber zu. Ne? Hier oben habe ich übrigens auch noch einen Tankstutzen, ja, den kann man öffnen, ein kleines Stück zumindest. Mehr geht bei mir nicht, will es auch nicht kaputt machen. Hier bei der anderen Seite können wir sehen, hier die Verschlüsse der Motorhaube, ja, jeweils mit Spanngelenken bzw. so Spannfedern gesichert. Und hier außenliegende Benzinleitungen, ja, aus Kupfer. Das sieht auch sehr gut aus. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt mal in den Innenraum herein. Und der ist auch, ja, sehr, sehr detailliert gemacht. Das gefällt mir gut. Ja, hier mit dem Aluminiumblech. Ja. Hier nochmal auf der Fahrerseite. Ja, also auch in der Mitte hier noch das alte Mercedes bzw. Daimler Logo im Lenkrad. Und das kann man auf jeden Fall machen. Hier die Sitze. Ich weiß gar nicht, warum ist das so, dass der Fahrersitz kleiner ist als der Beifahrersitz. Das verstehe ich gar nicht. Könnt ihr mir ja mal sagen, wenn ihr das wisst. Hier oben übrigens noch die Scheibe und hier ein Schaltknüppel bzw. Bremse wahrscheinlich. Ne? So genau weiß ich das gerade nicht. Beim Bugatti war es damals eine Bremse, beim T35, die ich auch schon vorgestellt habe. Link dazu natürlich in der Beschreibung oder im i. Ich öffne jetzt mal die Motorhaube für euch. Das mache ich aber hinter der Kamera, weil das Ganze ein bisschen, ja, Konzentration erfordert. Zumindest bei mir und ich nichts kaputt machen möchte. So, ich habe es aufgekriegt. Ist immer eine sehr schwierige Angelegenheit. Ja, sehr filigran. Ich weiß nicht, irgendwie hält das hier von alleine nicht. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist von CMC. Ich will das auch nicht überspannen. Müssen wir so reingucken. Ja. Also hier auch wieder sehr detailliert.
das Ganze umgesetzt. Schauen wir auch nochmal hier rein. Hier hält es komischerweise. Ja, und sehe ich dort hinten Rost? Weiß nicht. Muss ich nochmal nachfragen. Beziehungsweise der Ganze hier wird sowieso umgetauscht noch, weil das Ganze ist, wie ihr sehen könnt, nicht gerade und das ist natürlich nicht gewollt, sage ich mal, von niemandem. CMC sieht das auch ein und schickt mir ein neues Fahrzeug zu. Das finde ich wiederum gut. Hier kann man etwas mehr sehen, finde ich. Hier auch, wie gesagt, die große Auspuffanlage ist aus Metall, so wie sie es gehört. Kann man machen. Ne? Also sagt mal, wie gefällt euch das Modell? Habt ihr das auch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt direkt im Anschluss noch weitere CNCs sehen wollt, dann schaut in meine Playlist rein. Dort ist auf jeden Fall alle verlinkt, die ich bis jetzt vorgestellt habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare. Ich möchte eure Meinung hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.